Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Gustav Robert Kirchhoff, die Elektrotechnik und die Spektralanalyse. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine ausführliche Einleitung und Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel behandelt die Biografie von Robert Kirchhoff und die Entwicklung der Spektralanalyse. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Gustav Robert Kirchhoff. Zunächst zur Biografie. Gustav Robert Kirchhoff war ein heute wenig bekannter deutscher Physiker, der mit seinen Kirchhoffschen Regeln wesentlich zur Elektrotechnik beigetragen hat und zusammen mit Robert Bunsen, siehe Kapitel 11, die Spektralanalyse weiterentwickelt hat. Er hat den Begriff des schwarzen Körpers als einer idealisierten Wärmequelle geprägt, eine Vorbedingung für die folgende Quantentheorie. Gustav Robert Kirchhoff wurde am 12. März 1824 in Königsberg in Ostpreußen geboren, als Sohn des Landrichters Karl Friedrich Kirchhoff und seiner Ehefrau Johanne Henriette, geborene Wittke, und er starb am 17. Oktober 1887 in Berlin mit 63 Jahren. Gustav Kirchhoff studierte von 1842 bis 1847 Mathematik und Physik in Königsberg und arbeitete von 1850 bis 1854 an der Universität Breslau. Danach wechselte er an die Universität Heidelberg, wurde dort Prorektor und arbeitete eng mit Robert Bunsen, hier im Bild, zusammen. Von 1875 bis 1886, somit bis ein Jahr vor seinem Tod, lehrte er als Professor für theoretische Physik an der Universität Berlin. Er erhielt zahlreiche inländische und ausländische Ehrungen. Gustav Kirchhoff heiratete 1857 Clara Richelieu, die Tochter seines Königsberger Mathematikprofessors, die leider 1869 verstarb. Sie hatten vier Kinder. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er 1872 Luise Brömmel, die an der Heidelberger Augenklinik arbeitete. Nach seinem Tod am 17. Oktober 1887 wurde Kirchhoff in Berlin-Schöneberg begraben. Ein Mondkrater, ein Asteroid, ein Heidelberger Universitätsinstitut, ein bekannter Forschungspreis und anderes sind nach ihm benannt. Gustav Kirchhoff zu seinem Werk und zu seiner Wirkung. Zunächst zur Elektrotechnik. Er entwickelte bereits 1845 die Kirchhoffschen Regeln der elektrischen Stromkreise zur Beschreibung der Abhängigkeiten von Spannung, Stromstärke und Widerstand. Diese Regeln sind fundamental für den Aufbau von Schaltungen in elektrischen Stromkreisen und in Netzwerken und für die Netzwerkberechnung allgemein. Der Knotenpunktsatz oder die erste Kirchhoffsche Regel, unterfüttert durch eine mathematische Formel, besagt, in einem Knoten, also einem Verbindungspunkt eines elektrischen Netzwerkes oder in einem Netzwerk als Ganzem, ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme, hier im Bild zu sehen. Die elektrische Ladung bleibt also immer erhalten, sie wird nicht vernichtet oder in Knoten oder Schaltungen zwischengespeichert. Der Maschensatz oder die zweite Kirchhoffsche Regel, wiederum mit mathematischer Formel, besagt, alle Teilspannungen innerhalb eines Umlaufes oder einer Masche oder Schleife in einem elektrischen Netzwerk addieren sich zu Null. Die Richtung des Umlaufes ist beliebig, legt dann aber das Vorzeichen fest. Die elektrische Energie bleibt also immer erhalten, wenn keine Änderung vorgenommen wird.
Beide Regeln stützen sich auf Voruntersuchungen von Carl Friedrich Gauss 1833, siehe Kapitel 21, auf Georg Simon Ohm 1789 bis 1854 und James Clerk Maxwell 1831 bis 1879. Die Regeln stellen idealisierte Vereinfachungen dar für konstante Ströme und Spannungen. Ab 1860 verbesserten Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff mit ihren Arbeiten die Spektralanalyse wesentlich. Das Prisma oder seit Josef von Fraunhofer, siehe Kapitel 20, auch ein Beugungsgitter, zerlegt das einheitliche weiße Licht der Sonne in ein Spektrum von Farben, hier im Bild schön zu sehen. Der Begriff Spektrum wurde erstmals von Isaac Newton gebraucht und stammt von lateinisch Erscheinung. Hier noch einmal zur Erinnerung: Die Sonne strahlt ein breites Spektrum an elektromagnetischen Wellen ab. Für uns Menschen sichtbar ist nur ein schmaler Bereich von 400 Nanometer bis 700 Nanometer als sichtbares Licht hier in der Mitte dargestellt. Jenseits des blauen Bereiches nach links folgt dann die ultraviolette Strahlung, die Röntgenstrahlung und die harte Gammastrahlung. Und jenseits des für uns nicht sichtbaren Bereiches nach rechts, vom roten Licht gesehen, folgt die Infrarotstrahlung, die Radarstrahlung und die Radiowellen. Auch diese Abschnitte außerhalb des sichtbaren Lichtes können heute mit modernen Spektroskopen von teilweise ganz anderer Bauart und Analysetechnik untersucht werden. Zum Beispiel durch Massenspektrometer oder Röntgenspektrometrie. Kirchhoff und Bunsen stellten fest, dass jedes chemische Element bei Anregung, zum Beispiel bei Erhitzung oder Bestrahlung, ein eigenes, ganz charakteristisches Bild von Linien in den untersuchten Spektren, Absorptionslinien oder Emissionslinien, erzeugt. Diese Linien kommen durch die Aufnahme oder Abstrahlung von Energiequanten bei elektronischen Übergängen, früher Quantensprünge genannt, zustande. Es handelt sich um spontane oder auch induzierte Energieänderungen von Valenzelektronen, also Bindungselektronen, in den beiden äußersten Elektronenschalen, hier im Schema dargestellt. Zu dieser Zeit konnte das noch niemand wissen. In der heißen Flamme des von Robert Bunsen 1855 erfundenen Brenners, hier im Bild, konnten Substanzproben verdampft werden, also zum Beispiel Salzproben mit ihren Molekülen oder auch reine Elemente mit ihren Atomen, und zeigten dabei eine charakteristische Färbung der Flamme, die sogenannte Flammprobe, sowie bei der Analyse im Spektroskop die typischen Muster an Emissionsspektren. Bei einer Kerze gelingt das nicht. Ein solches Spektroskop ist ein Instrument zur Analyse von Lichtspektren und wurde 1814 von Josef von Fraunhofer erfunden. Hier ist das Schema. Das zu untersuchende Licht fällt über einen Eingangsspalt und ein Linsensystem auf ein Prisma. Hier wird es gebeugt und in ein Spektrum zerlegt, welches mit dem Auge beobachtet oder von einem Messinstrument aufgezeichnet werden kann. Man kann ein einfaches Spektroskop sogar selber herstellen. Es genügen eine Lichtquelle, ein Schlitz, zum Beispiel in Pappe, und ein Prisma. Hier im Bild zeigt sich bereits der Unterschied im sichtbaren Spektrum einer Glühlampe, die weitgehend dem weißen Sonnenlicht entspricht und ein kontinuierliches Spektrum ergibt, und dem Spektrum einer kühlen oder kalten Gaslampe, die ein Absorptionsspektrum mit dunklen Linien ergibt. Nunmehr war der Nachweis von Elementen auch in geringen Spuren in Substanzproben leicht möglich. Mit einem solchen Spektroskop konnten Kirchhoff, hier im Bild bei der Arbeit, und Bunsen bei der Analyse des Mineralwassers der neu entdeckten Max-Quelle in Bad Dürkheim 1861 neben bekannten Elementen auch zwei neue chemische Elemente entdecken, die sie auch isolieren konnten, und zwar die Alkalimetalle Rubidium und Cäsium. Sie benannten sie nach den Farben ihrer Spektrallinien, von lateinisch Rubidius, tiefrot, und Cäsius für himmelblau.
Josef von Fraunhofer, siehe Kapitel 20, hatte 1814 unklare, dunkle Linien im Spektrum unserer Sonne wiederentdeckt. Hier im Bild schön dargestellt. Diese Linien waren bereits 1802 von dem englischen Chemiker William Hyde Wollaston, 1766 bis 1828, vorbeschrieben worden, allerdings ohne genauere Erklärung. Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff deuteten diese Fraunhofer-Linien als Abdruck von Elementen der äußeren Sonnenhülle. Sie vermuteten richtig, dass das Licht der Sonne und auch von anderen fernen Sternen durch ihre Atmosphärenhülle dringt und dabei die Elemente ihrer Gasatmosphäre und sogar die Elemente von danach noch durchstrahlten interstellaren Wolken durch ihre Absorptionsspektren aufgeschlüsselt werden können. Hier im Bild die Darstellung eines Instrumentes des Hubble-Weltraumteleskopes, das genau dies untersucht. Gustav Kirchhoff stellte drei Gesetze zur Spektroskopie auf. Im Bild wird versucht, diese von oben nach unten darzustellen. Erstens: Ein Festkörper, eine Flüssigkeit oder ein sehr dichtes Gas werden durch Erhitzung zur Emission von Licht angeregt. Sie strahlen bei allen Wellenlängen und erzeugen daher ein kontinuierliches Spektrum, übrigens auch außerhalb des sichtbaren Lichtbereiches. Zweitens: Ein Gas von geringer Dichte, das durch Erhitzen zur Emission von Licht angeregt wird, also ein heißes Gas, tut dies bei bestimmten Wellenlängen und erzeugt ein Emissionsspektrum mit hellen oder farbigen Einzellinien. Drittens: Wenn Licht, das aus einem kontinuierlichen Spektrum stammt, ein kaltes Gas mit geringer Dichte durchdringt, entsteht ein Absorptionsspektrum, also ein Spektrum mit dunklen Spektrallinien. Im Spektrum stimmen die Positionen der Emissionslinien mit denen der Absorptionslinien überein. Hier noch ein etwas anderer Illustrationsversuch zu den Kirchhoffschen Gesetzen der Spektroskopie, ebenfalls mit der Darstellung der drei Spektren, dem kontinuierlichen Spektrum, dem Emissionsspektrum und dem Absorptionsspektrum. Noch einmal zur Vertiefung das Emissionsspektrum. Gase, die durch Erhitzen zur Emission von Licht angeregt werden, also heiße Gase, tun dies bei bestimmten Wellenlängen und erzeugen ein Emissionsspektrum mit hellen Einzellinien, wie hier im Bild. Das Emissionsspektrum von Wasserstoff ist naturgemäß das einfachste und dürfte eigentlich nur eine Linie zeigen. Wenn sich hier doch mehrere Linien zeigen, so liegt das daran, dass eben viele Wasserstoffatome in der Probe vorhanden sind, die in unterschiedlichen Energiezuständen sich befinden. Zur Vertiefung auch das Absorptionsspektrum. Wenn kaltes oder kühles Gas durchdrungen wird von Licht aus einem kontinuierlichen Spektrum, dann entsteht ein Absorptionsspektrum, also ein Spektrum mit dunklen Spektrallinien. Hier sind zwei Beispiele für solche Absorptionsspektren. Links das Spektrum unserer Sonne und rechts das Spektrum von weit entfernten Galaxien. Dass diese Linien auch noch in den roten Bereich hin verschoben sind, also zum langwelligen, energieärmeren Licht, zeigt, dass diese Galaxien sich sogar von uns noch weiter entfernen. Edwin Hubble lässt grüßen. Nun zu einem letzten und etwas trockenen Kapitel über das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz und den schwarzen Körper. Bei Erhitzung sendet Materie gleich welcher Art eine Strahlung aus, die entweder sichtbar oder unsichtbar ist. Das hängt von der Temperatur ab. Diese Strahlung ist elektromagnetisch und wird Wärmestrahlung oder thermische Strahlung genannt. Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz von 1859 besagt nun, dass bei einem Körper im thermischen Gleichgewicht sich die Absorption und die Emission von Strahlung bei einer vorgegebenen Wellenlänge entsprechen. Ein Körper, der gut absorbiert, strahlt auch gut in diesem Frequenzbereich. Er wird als schwarzer Körper bezeichnet. Ein Körper, der schlecht absorbiert, also gut reflektiert, strahlt auch wenig aus, hier in der Grafik dargestellt. Ein schwarzer Körper lässt keine Strahlung durch, er spiegelt nicht und er streut nichts.
Ein idealer schwarzer Körper lässt sich nicht verwirklichen. Eine Oberfläche mit Ruß kommt ihm im sichtbaren Spektralbereich nahe. Die menschliche Haut nimmt bei normaler Körpertemperatur fast wie ein schwarzer Strahler die ganze langwellige Wärmestrahlung auf. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist nahezu eine Schwarzkörperstrahlung. Ein solcher schwarzer Körper oder schwarzer Strahler ist also eine idealisierte thermische Strahlungsquelle. Er absorbiert alle auftreffende elektromagnetische Strahlung jeder Wellenlänge vollständig, während reale Körper immer einen Teil davon zurückwerfen. Gleichzeitig sendet er eine Schwarzkörperstrahlung oder Hohlraumstrahlung aus, deren Intensität und spektrale Verteilung, also auch die Farbe, von der Gestalt, Oberfläche und Form des Körpers unabhängig sind und nur von seiner Temperatur abhängen, hier im Bild. Das Adjektiv schwarz bezieht sich übrigens auf den gesamten Wellenlängenbereich und nicht nur auf unser sichtbares Licht. Ein schwarzer Strahler muss nicht zwangsläufig schwarz aussehen. Es bedeutet nur, dass dieser Gegenstand besonders gut Strahlung absorbiert und emittiert. Weiße Farbe tut das zum Beispiel auch, aber im Infrarotbereich. Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz führte zum Konzept des schwarzen Körpers und dieses ab 1900 zur Quantenphysik von Max Planck, siehe Kapitel 51. Das sind also die Folgewirkungen. Erst seine Annahme, dass Materie die Strahlungsenergie nur in Form bestimmter Energiequanten paketweise aufnehmen und abgeben kann, löste das Rätsel der Schwarzkörperstrahlung. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinbildung und Naturwissenschaften möge den Blick über unsere Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Gustav Kirchhoff, viel zur Technik und Wissenschaft beigetragen haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.